Wir haben uns die Aufgabe gemacht, dass wir den Spaß beim Golfen erhöhen bei gleicher Länge. Hallo und Servus, schön, dass ihr wieder bei Monaco Deluxe eingeschaltet habt. Neben mir ist jetzt der Fleischi. Die ein oder anderen kennen den Spaßvogel schon, aber heute von einer ganz anderen Seite. Von welcher Seite zeigst du uns heute? Deine Golfseite, glaube ich, gell? Das erkennt man doch ganz klar, dass es hier ein typischer Golfanzug ist. Ja, wir haben einen lustigen Verein, der heißt die Königlich Bayerischen Golf Heroes und wir haben jetzt ein kleines Happening, wo wir auch unsere neue Kollektion vorstellen. Klingt das zu werblich? Soll ich vielleicht ein bisschen anders formulieren? Ja, wenn du schon so werblich drauf bist, dann zeig uns doch mal ein paar Kollektionsstücke. Das kommt Ihnen bestimmt alles bekannt vor, das gibt einen Namen. Einen Namen auf den Sporthersteller, da haben wir uns ein bisschen angelehnt am Design. Also wirklich sehr eigenständig, da ist nichts kopiert. Ja, wir machen halt verschiedene Sachen. Ist eigentlich ganz nett tatsächlich mit dem Hirschen, unser Logo. Und wir machen halt einfach verschiedene Sachen für unsere Mitglieder, aber auch für andere. Und ich habe dann halt einen Spaß dann irgendwie da selber in Anführungszeichen so Dinge zu kreieren. So kann man es mal zusammenfassen. Ja, aber jetzt hast du schon gesagt gehabt, es ist ja nicht nur ein Modelabel, sondern du sagst gerade für Mitglieder. Was für ein Club ist das denn? Wir sind ein eingetragener Verein, heißt wir sind tatsächlich erfasst und beugen uns auch dem deutschen Recht, was auch sehr gut ist. Und wir haben uns zur Aufgabe gemacht, dass wir den Spaß beim Golfen erhöhen bei gleicher Länge. Also das ist kein Verlust im Spiel, nur es gibt nur mehr Spaß bei ganzen Veranstaltungen. Und nachdem es ja relativ viele Menschen gibt, die das Golfen viel zu ernst nehmen, haben wir ein weites Feld zu beackern. Und wie nehmt ihr denn den ernsthaften Teil aus dem Golf raus? Also es darf ja jeder ehrgeizig sein und auch ernst bei der ganzen Veranstaltung sein. Aber wenn Menschen versuchen, andere mit ihrer Art des Golfens zu missionieren, dann wird es anstrengend. Und wir haben zwei Manifeste oder zwei Säulen, zwei Fundamente, nämlich Bier und Musik. Das gibt es eigentlich immer und es ist bei uns immer ein bisschen lauter wie bei anderen, ohne dass es irgendwie jemand stören muss. Und von daher ist es einfach schon lockerer. Also es ist, ich glaube, quotenmäßig haben wir die... Nicht die besseren Golfer, aber die bessere Laune, auf alle Fälle. Pass auf, dass ihr die Hose ansetzt. Wenn ich jetzt halt als Golfer mal den Club von euch sehen will, wo kann ich euch treffen? Der Schwerpunkt ist München, da ist unser Homebase in Anführungszeichen, das ist Open 9, Kleineichenried, also München Nord, ist ein Golfplatz, wo wir unser Unwesen treiben. Ansonsten sind wir überfakultär wie die Bildzeitung und machen unter anderem auch eine Golf- und Campingtour, heißt wir fahren im nächsten Jahr quer durch Bayern zum Beispiel und besuchen da verschiedene Plätze, bleiben dann mit Wohnwägen und Wohnmobilen dort über Nacht und haben da auch einen rechten Heidenspaß, sage ich mal. Highlight war letztes Jahr bei der Tour, hallo, wir sind hier ein Golfplatz und kein Rummelplatz. Und wenn wir solche Sachen hören, von Fremdspielern, dann wissen wir, sind wir auf dem richtigen Weg. Ja, ich würde sagen, wir müssen mal im Sommer, wenn die Golfsaison wieder beginnt, bei euch vorbeischauen und uns mal euren Golfsport der anderen Art zeigen lassen, oder? Sehr gerne, weil ihr spielt ja seit kurzem Golf, Sabine und du. Ja, noch nicht verraten. Die Folgen sind noch gar nicht ausgestrahlt. Wir drehen jetzt erst einmal. Achso, ihr werdet ja irgendwann mal zum Golfspielen anfangen. Genau. Ja, toll. Jederzeit. Im Stadion bei den Bayern gibt es immer dieses Banner, Ausgesperrte immer bei uns. Und in diesem Sinne seid ihr herzlich willkommen, wenn ihr gleichgesinnt. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Gespräch und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Schaltet ein. Das war wieder eine Folge von Monaco Deluxe. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hier habe ich euch das Video vom letzten Mal verlinkt und vergesst nicht, mitten auf den Button zu klicken, um uns zu abonnieren, um keine weitere Folge zu verpassen und folgt uns auf Facebook, Twitter und Instagram. Habe ich was für unsere Genussfreunde. Wir sind hier mitten direkt am Rande vom Viktualienmarkt im Herzen von München und besuchen ein Steakhouse, das Steakhouse El Gaucho.